Guten Morgen, Leute. Ich bin jetzt wach. Es ist jetzt 8 Uhr morgens. Und ja, da hinten schläft die Kleine, beziehungsweise sie ist eigentlich wach. Ich werde sie gleich wickeln, weil ich vermute, da befindet sich etwas in der Windel. Ich bin so froh, dass wir jetzt endlich zu Hause sind, weil zu Hause ist einfach was ganz anderes. Natürlich haben wir uns auch mega wohl gefühlt im Krankenhaus. Die haben uns mega gut, die haben sich mega gut um uns gekümmert und da hat man sich auch wirklich wohl gefühlt, aber zu Hause ist halt zu Hause, ne? Und natürlich war es für uns auch irgendwie eine Umstellung, weil im Krankenhaus hat man halt alles und wenn irgendwas ist, dann kann man immer eine Schwester rufen und so. Wir müssen uns jetzt hier noch ein bisschen eingewöhnen und vor allem muss ich meinen Alltag irgendwie ja, organisieren, also so, dass ich halt alles noch ganz gut machen kann und natürlich auch für sie da sein kann. Ich importiere auch gerade Videodateien, also werde jetzt gleich auch einen Vlog schneiden. Am Anfang, also jetzt müssen wir echt noch alles so ein bisschen organisieren und ich wollte mich nochmal bedanken für das tolle Feedback für das Video für Eliana. Und voll viele haben geschrieben, dass sie weinen mussten bei dem Video und glaubt mir, Leute, ich habe so oft geheult, als ich das Video angeschaut habe. Ich habe das ja geschnitten, während wir im Krankenhaus waren, weil ich war eh die ganze Zeit im Bett und ich konnte mich nicht so richtig bewegen und dann habe ich das da halt geschnitten. Ich musste so oft heulen und sogar Juli musste oft heulen. Also das war echt sehr, sehr emotional und wir freuen uns auch voll, dass sie endlich da ist. Sie liegt einfach. Da ist sie. Und ich finde es irgendwie immer noch voll komisch, dass ich sie die ganze Zeit im Bauch hatte. Wisst ihr, was ich meine? Das ist für mich voll so Mindfuck. Ich weiß nicht. Ich realisiere das noch gar nicht so richtig. So, Kat und Mama sind jetzt im Bauhaus, weil die noch ein paar Vorbereitungen für unser Stiefvater, seinen Geburtstag, ich kann nicht mehr atmen, machen. Weil morgen werden wir Geburtstag feiern hier bei uns, und zwar von unserem Stiefvater. Und ja, dafür besorgen Kat und Mama noch einige Sachen, weil wir werden grillen draußen. Wir hoffen, das Wetter macht mit. Ich habe gerade hier ein paar Pakete ausgepackt und hier werde ich jetzt gleich kontrollieren, wer bei der Babyshower recht hatte. Weil bei der Babyshower durften ja alle raten quasi, wie groß sie sein wird, wie schwer, wann sie auf die Welt kommt und so weiter. Und da bin ich mal gespannt, wer recht hatte, weil Maren hat mir schon geschrieben und sie hat schon gesagt, so, dass sie meint, sie hat den 7.6. angegeben. Das werde ich jetzt gleich mal kontrollieren. Und was ich euch noch zeigen wollte, weil es sehr, sehr viele interessiert, es fällt mir jetzt nicht gerade leicht, aber ich dachte, komm, egal, scheiß drauf, weil so sieht die Realität wirklich aus. Ich werde euch jetzt meinen After-Baby-Body zeigen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir ganz anders vorgestellt, wie es ablaufen wird, weil man kennt es ja auch aus Instagram von anderen Müttern und die ihr After-Baby-Body zeigen und bei den meisten dachte ich mir so, what? Die sehen eine Woche nach der Geburt so aus, weiß ich meinen und ich war so krass, dass die so schnell wieder in Shape zurückgekommen sind. Ich zeige euch jetzt meinen. Wehe, jemand schreibt von euch etwas Böses. Ich bin jetzt mal so mutig und zeig's euch. So sieht mein After-Baby-Body aus. Also ich sehe immer noch ein bisschen schwanger aus, wie ihr sehen könnt. Also was heißt ein bisschen? Das ist so 6. Monat oder so. Und ich weiß, ich habe echt eine sexy Unterwäsche an, aber ich muss die tragen. Also ich muss ehrlich sagen, ich dachte, es wäre mehr weg, aber ich bin sehr, sehr erleichtert, dass ich keine Schwangerschaftsstreifen habe. Ich habe aber noch diese Pigmentierung, aber die wird ja, von alleine irgendwann weggehen und jo. Schön, oder? So, die Kleine schläft jetzt übrigens. Ich glaube, ich decke sie mal ein bisschen zu. So, ich kontrolliere jetzt die Babyschauerkärtchen. Ich schaue jetzt erstmal nach dem Datum, wer mit dem Datum recht hatte. 10.6., 11.6., 3.6., 9.6. Aha. 15.6., 19.6., 7. Maren hatte leider nicht recht. Sie hat nämlich 11.6. angekreuzt. Also es entscheidet sich zwischen Sarah, eine Freundin von mir, und Feli, Julis Zwillingsschwester. Augenfarbe braun, 7. Juni, 3.100 Gramm und 55 Zentimeter. Sarah hat gewonnen. Sie schläft so friedlich in ihrem Kokon.
Gell, mein Schatz? So, ich bin immer noch im Gammellook. Bin vorhin wieder eingeschlafen. Ja, so ist es. Immer wenn sie schläft, dann versuche ich auch zu schlafen, weil ich auch nachts sehr oft aufstehen muss. Jetzt kommt übrigens gleich meine Hebamme, die zur Nachsorge kommt. Das haben mich auch viele gefragt, ob ich eine Hebamme habe. Ja, also nicht während der Schwangerschaft, aber für die Nachsorge wollte ich unbedingt eine haben. Einfach, weil, einfach auch zur Sicherheit, ich finde es, glaube ich, immer, das ist, glaube ich, immer ganz gut, damit sie auch regelmäßig sie wiegen kann und so, ob sie auch ordentlich zunimmt und die Nabelschnur angucken kann, wie die sich entwickelt. Ja. Nala, ja, nicht hingucken, gell? War das jetzt schlimm mit der Hebamme? So, die Hebamme war jetzt gerade da und hat meinen Bauch untersucht, also wie die Gebärmutter nach, also wie die Gebärmutter sich rückgebildet hat. Sie meinte, bei mir ist es noch nicht so gut. Deswegen ist mein Bauch so aufgebläht. Habt ihr gesehen? Heute Morgen. Und deswegen muss ich ein paar Wochenbettübungen machen, die sie mir gezeigt hat. Und ja, ich mache das dann auf jeden Fall mal, weil ich will ja, dass sich das alles gut zurückbildet. Und die Nabelschnur haben wir nochmal kontrolliert, haben die Kompresse weggemacht. Also die sollte so in... Also die löst sich jetzt auch schon ein bisschen. In der Regel dauert es 10 bis 14 Tage, bis die Nabelschnur sich ablöst, meinte sie. Und morgen wird sie auch nochmal kommen und dann sie wiegen. Weil wir wissen ja nicht, wie viel sie jetzt zugenommen hat. Am Anfang hat sie 10% ihres Geburtsgewichts abgenommen, was ja normal ist. Und die letzten Tage habe ich echt sehr, sehr oft gestillt, weil der Milcheinschuss bei mir kam einen Tag, bevor ich entlassen wurde vom Krankenhaus. Und es fühlt sich so krass an, Leute. Ich glaube, ich hatte noch nie so riesige Brüste. Und es fühlt sich an, als wären da wirklich, und es fühlt sich an, als wären da Steine drin, wirklich. Die sind so hart. Sie meinte, ich soll auf jeden Fall so einen Wickel machen, damit die Milchdrüsen besser arbeiten können. Hi, ihr seht mich heute auch mal. Ich war heute den ganzen Tag beschäftigt mit Sachen aufbauen und so und habe auch so, war die ganze Zeit im Bauhaus unterwegs und im Dena und ich habe irgendwie voll, dass ich vergessen habe, die Kamera mal zu nehmen. Ich hatte heute keine Hand frei. Aber ich dachte, ich quatsch mal ein bisschen mit euch. Denn ich habe heute nämlich in meiner Insta-Story erwähnt, dass ich die Lasertherapie voll empfehlen kann. Und ich dachte eigentlich, ich mache so ein extra Hauptkanal-Video dazu. Aber ihr wisst ja, ich bin in letzter Zeit sehr inaktiv auf meinem Hauptkanal. ich weiß. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich finde irgendwie so Vlogs passen mehr zu mir und halt allgemein Instagram. Und ich fühle mich irgendwie... Das hört sich voll doof an, aber irgendwie, ich fühle mich noch nicht bereit, ein Hauptkanal-Video zu drehen. Und ihr wisst, was ich meine. Und ich finde es eigentlich viel besser so hier auf Uncut, sind wir irgendwie so Friends and Family und... Keine Ahnung, ist irgendwie ein anderer Vibe. Egal. Ich laber zu viel. Auf jeden Fall zu meiner Lasertherapie. Die habe ich jetzt... ich glaube, meine letzte Behandlung war... Ende April. Ja, Ende April und ich habe im Februar angefangen und dann ist es ja, es gibt zwei Methoden. Einmal die CO2-Methode, die ich nicht gemacht habe. Die CO2-Methode, also CO2-Lasertherapie, dann braucht ihr nur zwei Behandlungen, aber sieht halt danach aus, wie als, also hättet ihr euch komplett halt verbrannt, so. Also richtig braun und also irgendwie halt nicht so schön. Und deswegen habe ich mich für die zweite Lasertherapie entschieden, die umfasst, nennt man das so, die umfasst 5 Behandlungen. Genau, und die jeweils in 2 Wochen Abständen. Die habe ich gemacht, ging auch echt, fand ich, schnell rum die Zeit. Und ich konnte halt ganz normal raus, also es sah jetzt nicht so schlimm aus und am nächsten Tag konnte ich auch alles, konnte ich auch direkt Make-up benutzen und alles mit Make-up abdecken. Deswegen war das eigentlich ganz gut. Eigentlich konnte man sogar schon an dem Tag Make-up auftragen. Ich habe extra auch nachgefragt und sie hat nur gemeint, was halt sehr wichtig ist, ist Sonnenschutz auftragen, 50 plus
Und alles desinfizieren, also die ganzen Pinsel, alles. Also wirklich darf und nicht anfassen. Aber das mache ich eh nicht, aber so in der Zeit, wo ich die Lasertherapie gemacht habe, da auf jeden Fall nicht anfassen. Was auch welche gefragt haben, generell, also ob meine Akne generell von der Lasertherapie weggegangen ist. Ich weiß es nicht. Also die Lasertherapie verspricht ja nur, dass die Aknenarben weggehen, aber nicht halt die Akne an sich. Also man sollte das eigentlich machen, wenn die Akne quasi irgendwie schon vorbei ist, aber man hat immer noch halt mit den Narben zu kämpfen. Und das war bei mir eigentlich schon der Fall. Also ich hatte immer nur so vereinzelt Pickel, aber jetzt nicht so richtig Akne, so bam, über, also Pickel überall so, sondern ich hatte immer nur so vereinzelt ein paar Stellen. Und die sind bei mir besser geworden. Ein paar von euch haben gefragt, wie viel es gekostet hat. Ich habe insgesamt, also die kompletten 5 Behandlungen haben 1500 gekostet und ich habe das selber bezahlt. Also war keine Korb oder irgendwas, sondern ich bin da selber hingegangen, habe mich auch mündlich auch informiert und bin nach Stuttgart gegangen zu La Derma. Das ist in der Königstraße, also für alle, die in Stuttgart wohnen und Umgebung, kann ich echt empfehlen, die sind auch sehr nett dort. Und 5 Behandlungen haben 1,5 gekostet. Also schon teuer, aber eigentlich alle Methoden, die irgendwas mit Akne zu tun haben, kosten eigentlich so viel. Also ich finde selbst auch so kosmetische Behandlungen kosten ja schon voll viel. Deswegen, ich glaube, eine Behandlung hat 350 oder so gekostet. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall 5 Behandlungen kann ich auf jeden Fall empfehlen. Nach jeder Behandlung habe ich schon einen Unterschied gemerkt. Also das merkt man auch echt direkt. Ich muss kurz im Kopf durchgehen, was ihr alles für Fragen gestellt habt. Ah, genau. Das hat sie mir auch am Anfang gesagt, also die mich behandelt hat. Die garantieren nicht, dass 100% die Aknenarben weggehen, sondern nur 50%. Also zu 50% sollte man eigentlich einen Unterschied merken. Und das ist echt bei mir der Fall. Also ich habe jetzt noch leicht BB-Cream drauf, aber man kann es eigentlich ganz gut erkennen. Ich habe noch Narben, ein paar vereinzelt. Ich finde, die sind aber nicht so klar. Also wenn ich mich jetzt so im Spiegel angucke, dann fallen die mir auch gar nicht auf. Und wenn ich auch ungeschminkt bin, dann sieht man die nicht so krass deutlich wie am Anfang, also wie vorher. Weil meine Akne-Narben waren auch so richtig rot. Also ich weiß auch nicht, das war ganz komisch und die waren auch lange rot. Also die haben sich nie irgendwie, eigentlich sollten die sich immer zu so einem bräunlicheren Ton abschwächen. Aber bei mir war es immer rot. Keine Ahnung, sah echt immer voll schlimm aus. Aber 50% sind auf jeden Fall bei mir weggegangen oder besser geworden. Am besten halt in den Monaten machen, wo jetzt nicht so viel Sonne ist. Bei mir war es schon richtig knapp eigentlich. Und zwischendurch sind wir ja nach Dubai gegangen, da war ich die ganze Zeit, und auch L.A., da war ich die ganze Zeit nur im Schatten oder habe mein Gesicht einfach so komplett abgedeckt bis hier und habe dann nur meinen Körper gebräunt. Aber eigentlich im Endeffekt fand ich es gar nicht schlimm, weil das tut eigentlich eure Haut so gut. Vor allem jeden Tag Sonnencreme auftragen, das mache ich immer noch, jetzt immer noch, obwohl die Therapie schon vorbei ist. Aber jeden Tag Sonnencreme auftragen und halt so wenig Sonne wie möglich. Das glaubt mir, Leute. Eure Haut wird es euch später danken. Das ist das Beste, was man machen kann, weil ihr werdet einfach später weniger Falten haben als alle anderen. Ansonsten, ich glaube, das waren alle Fragen. Ihr könnt immer nur noch ein paar Fragen stellen hier unter diesem Vlog und dann versuche ich sie in dem nächsten Vlog auch zu beantworten. Ich trage übrigens einen Pulli von Marl und Tobis neue Kollektion RVTP, RWTP, so Run with the Pack heißt den, ihre neue Modelmarke. Und ich trage den Pulli, der ist richtig schön weich, ich liebe den. Und Leo hat den auch, aber habt ihr Leo schon jemals schon mal in einem Pulli gesehen? Ich auch nicht. Ich trage nur Hemden. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen ist Hans Geburtstag übrigens. Wir feiern morgen Hans Geburtstag hier bei uns zu Hause. Also seid gespannt. Also bis morgen. Tschüss. Oh, ich habe gerade voll in die Fresse geschlagen. Tschüss.